Der Werdersee ist für mich richtig ein Stückchen Heimat geworden. Wir sitzen dann da sehr gerne und wenn dann die Dämmerung kommt und die Sonne untergeht und wenn man dann auch noch einen Fisch fängt, ist es natürlich besonders toll. Aber alleine auch da zu sitzen und auf das Wasser zu schauen und die Wellen mit dem Sonnenuntergang und die Enten und die anderen Tiere, die da sind, das ist einfach wunderschön. Das ist einfach Natur, das ist Entspannung, das ist einfach was Ruhiges, wo man auch dann wirklich mal weg ist vom Computer. Gerade im Sommer fahre ich sehr gerne mit dem Fahrrad um den Werdersee und kann von zu Hause los fast komplett in der Natur unterwegs sein. Und ja, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und ich fahre dann eigentlich auch immer um den Werdersee, ich fahre nicht woanders lang, weil ich dann die Veränderung in der Natur auch einfach miterlebe. Wie es im Frühjahr grün wird und im Sommer dann irgendwann alles wirklich grün ist und üppig ist. Und ja, das finde ich schön.